Leute, was geht ab? Kavak hier am Start. Heute filtern wir auf eine besondere Art und Weise. Diese Art und diese Technik nennt sich Bürgersteigfiltern. Sie ist eigentlich nicht mehr so bekannt und auch nicht mehr anerkannt. Tschüss. Der Vogel hat seinen Todeswunsch. Und ja, man benutzt diese Art halt eben bei G20-Gipfeln vor allem. Und das ist ja auch nicht so oft. Danke nochmal. Sie hat mir jetzt schon zweimal Platz gemacht. Ich bin danach wieder auf die Straße, als ich das erste Mal so gefiltert habe. Und jetzt hat sie mir wieder freigemacht. Sehr nett von ihr. So, auf jeden Fall befinde ich mich in Hamburg. Und hier ist einfach Verkehrschaos. Und das ist nicht mal vergleichbar, ansatzweise vergleichbar mit Berlin oder so. Weil hier ist echt Verkehrschaos. Also echtes Verkehrschaos. Hier ist echt schlimm. Schlimm, schlimm. Und deswegen, gibt es jetzt ein paar Videos. Ich bin immer noch auf dem Weg, um mich mit Blackout Alpi 10 Lukas Litt zu treffen. Aber irgendwie wird das nichts. Oder es zieht sich irgendwie so. Aber irgendwann wird das schon, ne? Also immer positiv denken. Hier passieren lustige Dinge, wie zum Beispiel, dass ich abwürge, aka abwürge. Und ja, ein Busfahrer zieht einfach raus, ohne zu gucken. Also ich weiß auch nicht, was mit ihm war. Der war auch eindeutig verwirrt. Und deswegen ist es jetzt nur eine kleine, ich laber Scheiße. Halt's Maul, Kavak. Okay. So, das Lustige ist, Leute, ich habe immer noch meine volle Montur an, weil ich noch keine Pause quasi hatte. Das heißt Schuhe, Lederhose, Lederjacke und mittlerweile wird es echt warm, weil jetzt fehlt irgendwie der Fahrtwind von 200 km/h. Und ich habe noch einen Schal und eine Sturmhaube auf und es wird echt warm hier. Und Verkehr tut sich einfach nichts. Es ist eine ganze Ampelperiode gewesen, aber es stehen immer noch alle da. Ist das nicht geil? Deswegen überlege ich jetzt mal wieder, G20-Gipfel-Filter-Style anzuwenden. Das ist eine hohe Kunst. Das macht der Taxifahrer jetzt. Der will, glaube ich, wenden, aber der silberne Renault bleibt einfach stehen. Dann kommt einer hier um die Ecke geprescht in seiner Renngurke. Auch sinnlos, weil es ist Stau, Digga. Du musst kein Gas geben. Es ist wirklich übertrieben sinnlos, Gas zu geben. Oh, naja. Schlimmer Verkehr heute, wa? Ist schlimm, ja. Er hatte wenigstens gute Laune. Das mag ich eigentlich so, wenn man trotz dieser Situation, ich meine, die ist ja super beschissen. Oh, schön. Obwohl man trotz dieser Situation gute Dings, gute Laune hat. So, weil was bringt es einem, wenn man jetzt noch so aggressiv oder sauer ist? So, das macht keinen Sinn. So, das bringt dich auch nicht weiter. Du stehst so oder so. Und deswegen, wenn man das noch mit ein bisschen gute Laune nimmt, so ist doch nice. Boah, ich raste aus, ey. Filterboys auf dem Weg.
schon echt, das ist das Einzige, was man machen kann. Ich schaff's einfach nicht, zum Blackout und IP zu kommen. Jede scheiß Straße, an der ich, zu der ich soll, ist gesperrt. Immer, jedes Mal. Oh, hier ist aber schön. Da hinten sehe ich schon auf der anderen Brücke das Polizeiauto. Naja, fahren wir mal. Vielleicht ist hier nicht gesperrt. Da sind Hütchen. Darf ich auch nicht lang fahren. Überall Polizei, wie die übertreiben. Kennzeichen hier sind aber auch schon fast fragwürdig in Hamburg. SH und HH, ne? Naja. SH weiß ich gar nicht, was das heißt. Also kennzeichentechnisch. Schleswig-Holstein? Naja, das wird's kaum sein. Obwohl, könnte sogar sein, Schleswig-Holstein, weil ich habe auch schon Polizeiautos hier gesehen mit NRW. Also, das ist krass, ey. Für den G20-Gipfel haben die echt Polizisten überall herbezogen. Und ich war ja auch auf dem Weg, auf der Autobahn, waren über viele Berliner Polizisten, Busse, Partybusse.